Hallo ihr Lieben, ich war bei der wunderbaren Christiane Paschka zu Gast. Wir haben miteinander gesprochen, unter anderem über meine Arbeit und auch über den kommenden Live-Workshop. Ja, und im Folgenden kannst du dieses Gespräch anschauen. Ich habe sie nämlich gebeten, mir das Video zuzusenden, damit ich es auch hier auf meinem Kanal hochladen kann. Und wenn du dich zum Workshop anmelden möchtest, dann einfach den Link in der Videobeschreibung anklicken. Hallihallo, ihr Lieben. Heute freue ich mich ganz besonders, euch Ashika vorzustellen. Und sie wird uns auch gleich nachher bestimmt erzählen, was der Name bedeutet. Aber vorher erstmal von ganzem Herzen euch erstmal ganz ein herzliches Hallo zum heutigen Interview. Ich bin schon sehr gespannt, was uns heute erwartet. Und Ashika habe ich über Instagram kennengelernt. Das fand ich total spannend, weil ich selber eine Affination zu dem Thema Gesang habe. Und ich hatte dann so ein Austausch mit ihr und es war so spannend, was sie erzählt hat, dass wir über die Stimme unsere Seele zum Ausdruck bringen. Und deshalb begrüße ich dich ganz, ganz herzlich, Ashika, heute hier mit mir zusammen den Zuschauern das Thema näher zu bringen. Ich freue mich riesig, dass es klappt. Und wenn du magst, erzähl jetzt gerne so deine Geschichte, was dich dazu gebracht hat, ja, das Thema Gesang, Seelengesang, Herzens Business, wie auch immer du dazu sagen möchtest, unter die Menschen zu bringen. Und ich freue mich riesig auf deine Geschichte einfach. Vielen Dank, liebe Christiane. Ich freue mich so sehr, dass ich hier sein darf. Und ja, wo beginne ich? Viele Leute fragen mich dieses: Wie bist du dazu gekommen? Und eigentlich ist es, als würde es mir in die Wiege gelegt worden sein, weil ich schon als Kind sehr viel gesungen habe und sehr gerne und das auch als Talent halt erkannt wurde von meinen Eltern, von meinen Lehrern. Es wurde dann auch gefördert. Ich wurde zum Klavierunterricht auch geschickt, weil es halt einfach auch so ein allgemeines musikalisches Talent ja einfach auch da ist. Und ja, und dann wollte ich aber irgendwann einfach nur noch singen, weil das war einfach so, ich will Sängerin sein. Das war total klar irgendwie. Ich habe auch als Kind immer mit der Taschenlampe, weißt du, so Playback Kelly Family nachgespielt. Vorm Spiegel. Ja, genau. Und dann, ja, und dann war das aber doch gar nicht immer so einfach auch mit der Stimme, weil ich schon gemerkt habe, ich will da was ausdrücken und das kommt nicht raus. Also da ist irgendwie wie eine Blockade da und mir konnte auch kein Lehrer da wirklich weiterhelfen. Ich meine, so sag ich mal, in der Pubertät, da war das auch noch gar nicht so auf dem Tisch mit irgendwelchen Themen und so weiter, ne? Da war es einfach: Okay, ich lerne das Ganze mal kennen und ich will die Lieder singen, die mir halt gefallen und so. Und dann bin ich an die Musikhochschule gekommen, um Schulmusik auch zu studieren. Und Jazz- und Popgesang habe ich dann später auch noch gemacht. Und an dieser Institution, da war ist es halt so stark hochgekommen, dass das irgendwie nicht das volle Potenzial ist, was da kommt, ne? Und auch die Professoren da, die sind ja alle irgendwie, denkt man ja, Wunder, was für tolle Professoren, aber die konnten die Probleme, die ich da hatte, nicht lösen oder mir dabei nicht helfen, das zu lösen, weil die sind halt auf dieser technischen Ebene und es wird da dann auch viel mit Druck gearbeitet oder natürlich auch dieses Prestige der Professoren, wie sie sich mit ihren Schülern da zeigen und so weiter. Also halt überhaupt nicht diese Ebene oder dieser Bereich, wo eigentlich wirklich die Musik und die Seele, was ja in meinem Verständnis total zusammengehört, Das so ein Emotionale, Raum, ne? Ja. ja, so ein Raum finden, sich frei zu entfalten, also wirklich auch in die Annahme zu kommen mit dem, was da ist, mit den Themen, die sich da zeigen, ne? Also ja, und dann war das bei mir so, dass also meine Stimme hat sich dann begonnen zu entfalten, als ich mich mit mir, mit meinen Themen mit nach innen gewendet habe, als ich einfach mehr geschaut habe und wirklich in so eine tiefere Verbindung mit mir selbst gekommen bin. Und dann war das wirklich wie so eine: Wow, was hat sich da getan innerhalb von kürzester Zeit? Ich habe dazu mal eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich wirklich auch so Audioclips von Aufnahmen von 2004 bis heute irgendwie reingestellt habe. Und
war dann selbst auch noch mal so erstaunt, was sich da bewegt hat. Genau, um das halt einfach auch noch mal so zu verdeutlichen, was ist alles möglich, wenn diese Blockaden sich auflösen. Und für mich war dann der Prozess, nachdem ich also aus der Uni und Hochschule war ich dann draußen und da war einfach klar, ich gehe jetzt in was Freieres, Berufliches auch. Habe dann einfach auch freischaffende Musikerin und Gesangslehrerin war ich dann. Und dann habe ich halt für mich selbst das Ganze nochmal so erforscht und entdeckt und habe wirklich verstanden, wie sind die Zusammenhänge, dass unsere Stimme ja durch diese Energiekanäle fließt und durch den Körper und wo sind die Blockaden und wann blockiert die Stimme und warum und wie hängt das alles mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebens letzten Endes zusammen? Das hat sich mir so erschlossen über diese Selbsterforschung, dass ich wirklich verstanden habe, so wie ich mit meiner Stimme bin und so wie meine Stimme ist, so bin ich generell. Und ich kann das eben an den Menschen, ich begleite schon seit über 15 Jahren jetzt Menschen beim Singen lernen oder auch dann jetzt halt auch immer mehr, immer tiefer in die Prozesse hinein, habe ich halt auch das immer sehen können, okay, der macht jetzt nicht generell beim Singen was falsch, sondern da liegt noch was dahinter. Und dann schauen wir halt wirklich, wo sind diese Themen dahinter? Und dann wird halt bemerkt, okay, jetzt löst sich auch was mehr in der Stimme noch auf, ne? Und es wird dann klanglich hörbar. Ja, also es fällt mir jetzt auch auf bei dir, das ist für mich sehr angenehm, sehr klar, sehr, ja, da ist Raum da. Und das trifft ja auch wieder Stimme macht Stimmung. Ja, Ja, also ich genau. glaube, das ist auch so dieser Zusammenhalt, Stimme macht Stimmung, auch unsere eigene, wie bringe ich meine Stimmung nach draußen? Ich merke es auch, wenn ich, sage ich mal, gestresst bin und alles eng ist, wird meine Stimme sehr, sehr, ja, eng und so hoch, ja. Und wenn ich dann gelöst bin und ich in meiner, wie gesagt, gibt es bestimmt einen Begriff dafür, in meiner entspannten Deine Stimmung Kraft bin, vielleicht, ja. dann Ja. ist die Stimme auch anders. Viel Ja. angenehmer, viel wärmer und viel mit Raum. Und ich finde das so schön, der Gedanke, dass es nie bloß hier sitzt, die Stimme, ja, sondern dass wir uns zum Kanal auch machen können für oder den Körper zum System machen können, was Stimmung erzeugt über Stimme. Genau, und weil wirklich der ganze Körper ist auch am Singen beteiligt und da Klang hineinzulassen, Klang wirklich durch alles durchvibrieren zu lassen, das ist ja nichts anderes als das Leben hineinzulassen zu sich, ne? Weil Klang ist nichts anderes als Energie und da, wo der Klang nicht mitschwingt, da ist irgendwie klar, da ist die Energie noch nicht frei am sich entfalten, da ist einfach noch was zu oder eng. Das heißt, ich kann über das Singen in meinem Körper Blockaden auch feststellen, oder wo es eng, also im bildlich gesprochen, wo es eng ist oder wo da noch Themen sitzen, wo es noch nie so fließt. Spürt derjenige das dann auch? Oder Ja, wie können wir uns das vorstellen? doch, das wird schon ziemlich deutlich gespürt. Also meine Klientinnen sagen dann, oh, da spüre ich das jetzt aber gar nicht und so. Und ich gebe dann einfach Hinweise oder sage, probier mal dies und das aus. Ne? Also ich finde es ganz hilfreich, vielleicht auch jetzt für Menschen, die zuhören, ist einfach zu tönen, während man auf dem Boden liegt. Also wirklich auf dem Rücken zu liegen und sich ganz auszubreiten und dann. Weil dann kann man halt noch mal viel mehr Auflagefläche am Boden hat man dann und kann dann noch mal viel mehr die Vibrationen auch wahrnehmen. Und dann halt immer mit dieser Absicht, ich will das jetzt wirklich den Klang in alle Bereiche reinschicken und da hineingehen, weil es ist ja wirklich unser Instrument, ne? So wie ein Klavier einen Klangraum hat, hat die Gitarre ihren Klangraum und wir denken immer so, okay, es ist ja hier die Stimme und dann muss es irgendwie raus. Aber nein, es muss rein, es muss nach innen. Und das ist halt dieser Unterschied, den es dann macht. Hast du eine Geschichte, die du uns erzählen kannst von der Klientin vielleicht von dir oder von dir selbst, wo du sagst, boah, dadurch hat sich einiges verändert, auch in der Persönlichkeit oder im Miteinander, so ein quasi kleiner Durchbruch über die Stimme? Hast du da was du mit uns teilen kannst? Also es gibt kleine, kurze Durchbrüche, die wirklich
wo man wirklich merkt, okay, jetzt ist irgendwie die Energie so ins Lot gekommen und dann passiert es, dass erstens mal die Stimme plötzlich wahnsinnig anders klingt und dann ist es das, was ich auch so gern Seelenstimme halt nenne, weil das, wo du Ja. wirklich spürst, wow, jetzt ist echt diese Präsenz da und ich kriege schon gerade beim Erzählen irgendwie Gänsehaut. Und dann ist es ganz oft so, dass die eben einfach dann weinen, ne? Weil das ist so eine Überwältigung, dann da in Kontakt zu kommen mit dieser Präsenz in sich. Und das können so kleine Durchbrüche sein, die kommen, also nee, das ist ja eigentlich ein großer Durchbruch, der aber, und das ist dann aber oft nicht was, was jetzt dauernd anhält, sondern das ist dann halt einmal so eine Erfahrung. Ja. Weiß man aber, dann hat man diese Erfahrung und diese Gewissheit, aha, ich weiß jetzt, worum es geht und ich weiß, was das ist. Und dann würde ich sagen, ist es mehr so ein allmählicher Prozess, wo man sich immer mehr drauf zubewegt, langsam und dann halt auch alle Teile, alles in einem so mitkommen kann, als wenn das jetzt so was Krasses, Plötzliches ist, wo ne, dann, das kann ja auch, sag ich mal, das System schnell überfordern, wenn das so, wenn die Energie dann einfach so wusch hoch geht, sondern das ist dann schon auch einfach gut zu wissen, der Prozess darf Zeit dauern, man darf geduldig sein, es geht nicht alles von heute auf morgen, wir wissen ja, wir sind menschliche Wesen und wir leben in diesem zeitlichen Konstrukt und da ist auch einfach unser Körper beteiligt, der gewisse Gewohnheiten und Muster hat und um das abzulegen oder Neues einzuüben, das sind einfach Sachen, die da brauchen ein bisschen Zeit und deshalb begleite ich einfach die Menschen auch gerne über einen längeren Zeitraum und es wird auch sehr gut angenommen und Ja. auch, ne, weil wenn man dann erstmal Vertrauen zueinander fasst, dann geht es erst so richtig los. Also, weil dann öffnet man sich immer mehr und dann kann es immer mehr eben Raum entfalten. So. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich zu dir komme, Ashika? Ja, ich sage jetzt, boah, ich will jetzt meine Stimme entfalten, weil das ist ja auch ein Thema von mir. Ich weiß es selbst, da bin ich ganz ehrlich, dass da steckt noch ganz viel drin, was raus will und rein darf. Wie schaut das aus, wenn ich jetzt sage, wo Ashika, machen wir zwei zusammen ein Training? Ja, genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ein Gruppenprogramm und ich habe auch eine 1-zu-1-Möglichkeit. Ich bin aber total der Fan von dieser Gruppensache. Also es ist natürlich auch immer ein bisschen, manche Typen sind anders, möchten das lieber im Einzel machen. Aber das hast du ja bestimmt auch schon mal erlebt, dass es einfach, wenn man in der Gruppe ist, dass die Energie dann ja sich so vervielfacht und dann ist das Ganze nochmal so getragen. Und man erfährt halt durch die anderen Teilnehmer auch, ich bin nicht allein auf dem Weg, es geht nicht nur mir so. Und da ist so eine Verbundenheit und ein Austausch findet halt auch kontinuierlich statt. Und wir sind dann auch so einer Plattform verbunden, wo man auch jeden Tag dann sich melden kann oder Fragen stellen kann. Und dann wird man da einfach ja richtig durchgehend begleitet, sodass das Ganze im Alltag eine Integration Schön. Ja, erfährt, ja. dass wir nicht, okay, es geht jetzt da ums Singen und dann gehe ich weg und dann vergesse ich das alles wieder, sondern nein, es geht um dein Sein und das drückt sich in deinem Singen aus, ja. Und deswegen nehmen wir deine Stimme, deinen Gesang als Instrument, als Werkzeug und als, ja, da kann ich einfach auch anhand von deiner Stimme kann ich bestimmte Dinge wahrnehmen. Das spiegel ich dir dann, das sage ich Ja, dir schön. was dazu oder ich empfehle dir eine bestimmte Übung und sage dir aber auch, in allermeisten Fällen macht es immer mal zwischendurch. Oder wie kannst du das im Alltag anwenden? Auch gerade so wirklich den Raum in sich einzunehmen, sich weit sein zu lassen. Das ist ja was man die ganze Zeit üben kann. Ne? Also Ja, man ja. kann sich mal ganz bewusst hinsetzen und das fühlen oder einfach mal die Arme ausbreiten. Das ist auch schon für ganz viele Menschen ein großes Thema, sich wirklich im Körper so Öffnen, ja. weit aufzumachen. Ja, wir sind es gewöhnt, immer so alles so eng und so zu sitzen, ne? Und Sich dieses klein zu nicht mal machen, ja. rauszugehen. Und also ich weiß, ich kenne es von mir selbst, wenn ich jetzt vor Gruppen stand, das ist echt eine Überwindung teilweise. Die Arme komplett weg vom Körper. Das, ich finde das so crazy, aber das ist so, weil wir es gewöhnt sind, uns so eng zu machen, klein zu machen und zusammen uns zu Ja, kraften. und das ist halt auch ein gewisser Schutzmechanismus, Ja, ne? Da müssen wir genau. schon auch im Mitgefühl mit uns sein, weil
Das ist ja auch was gar nichts Schlechtes, wenn wir uns, wenn da was ist, was uns beschützen will. Und dann dürfen wir halt aber nach und nach lernen, es gibt gar keinen Grund mehr, uns zu schützen. Das ist was Altes und wir sind jetzt sicher in uns selbst. Und dann kann man das immer mehr einfach auch loslassen, ne? Ja, genau. Das quasi, du hast so ein Rundrum-Paket, ich möchte es jetzt mal so nennen, dass du nicht bloß an A, E, I, O, U und Lippenbewegung trainierst, sondern du bringst den ganzen Körper zum Vibrieren, zum Klingen, ja, Raumkörper, sag jetzt mal, oder? Raumkörper. Ja. Also, dass das ganze System miteinander zusammenspielt, sodass so eine schöne, klare Stimme wie bei dir dann hörbar herauskommt. Das Genau, habe ich so also richtig das ist verstanden. natürlich, na, also man, es ist ja immer schwer, sich dann mit mir zu vergleichen, weil du kannst, bei dir kann sich's nur so entfalten, wie es bei dir, also dein Instrument, deine Stimme, dein Körper, was er halt für ein Potenzial hat, aber dass das dann in die Klarheit kommt, das ist auf jeden Fall gegeben, ja. Und es wird halt auch so viel anderes einem dabei bewusst, das finde ich so spannend. Eine Klientin von mir, die hat mir mal, also als Abschluss, wo sie dann gesagt hat, fühlt sie, dass sie alleine weitergehen möchte, hat sie dann geschrieben, was sich alles in ihrem Leben verändert hat. Und wir haben wirklich nicht, wir sind jetzt nicht so psychologisch in die Lebensbereiche reingegangen oder so, sondern einfach darüber, dass wir diese Stimme, sag ich jetzt mal, befreit haben, hat sich in allen Lebensbereichen was getan. Also sie hat zum Beispiel gemeint, sie hat Frieden geschlossen mit ihrer Ursprungsfamilie, wo sie immer noch im Kampf war und ja, oder sie hat Frieden geschlossen mit ihrer Wohnsituation. Sie hatte sich eigentlich irgendwie immer so einen Garten gewünscht, bis sie dann erkannt hat, dass sie eigentlich schon perfekt lebt und ihre Pflanzen ihr Garten sind. Also es ist einfach so insgesamt in Frieden gefallen und es ist so schön, ja. Ja, total. Oder eine andere Klientin, die selber schon über 20 Jahre professionelle Sängerin war, die dann aber gemerkt hat, auf die Art kann es nicht weitergehen. Ihre Stimme hat ihr gesagt, nee, jetzt reicht's, jetzt ist einfach zu viel Druck und zu viel Perfektionismus. Also bei ihr hat sich jetzt nochmal so viel verändert, dass sie jetzt wirklich das Gefühl hat, sie hat erst jetzt verstanden, was Singen eigentlich bedeutet. Na, weil ich da halt eine ganz andere Herangehensweise habe als so diese klassischen Gesangstrainings oder sowas. Ja, apropos, ich habe ja gesehen, dass du jetzt einen Workshop anbietest, sehr zeitnah auch, ne? Also, wenn jetzt all die jetzt zuschauen und sagen, boah, das gefällt mir da, das spricht mich an, dann hast du am 15. Mai beginnt ja dein nächster Workshop. Genau. Und zwar ist es eine einmalige Chance, weil es ein Gratis-Workshop ist, wirklich 5 Tage live online, jeden Abend um 19 Uhr, circa 40 bis 60 Minuten. Und da gibt es einfach rundum Input für die eigene Seelenstimme und da wieder in diese Stimmigkeit mit sich zu kommen, in das Urvertrauen, in den Flow und sich berühren zu lassen von der eigenen Stimme. Genau. Also alle, die sich da jetzt gerufen fühlen, sind herzlichst eingeladen. Ja, also das war ja auch das, weshalb ich dann noch intensiver auf dich zugekommen bin, weil genau ich habe diesen Ruf gehört. Also ich weiß, ich kenne ja meine Themen, dass das eine Herausforderung ist. Und am 15. abends 19 Uhr, das ist der Montag, geht's los. Ja. Online, das ist ja für mich auch spannend, ein Stimmtraining online zu machen. Das, also Funktioniert wunderbar. das funktioniert. Funktioniert wunderbar. Ich bin auch, war auch am Anfang so überrascht, dass es so gut funktioniert, aber es spricht halt wieder dafür, dass alles Energie ist und dass wir uns trotzdem spüren, weißt du, auch wenn wir nicht vor Ort miteinander sind, wir auf der energetischen Ebene spüren wir uns und es funktioniert wunderbar. Genau, und weil du vorher auch mal gesagt hast, vielleicht kannst du da gar nicht an allen Abenden, also wenn es noch jemand so geht. Es ist natürlich optimal, an allen Abenden live dabei zu sein, weil wir dann auch tatsächlich interagieren können. Ihr könnt mir Fragen stellen, aber es wird sonst auch Aufzeichnungen geben. Das Ja, heißt, man super. kann es auch nachsehen. Die sind dann für eine kurze Zeit auch nach dem Workshop noch verfügbar. Genau. Oh, perfekt.
Ja, sehr schön. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Was heißt denn Ashika? Kannst du da, magst du uns das erzählen oder ist das eher mehr so, du sagst, das ist deins, wo du für dich behalten möchtest? Nee, ich erzähle gerne alles. Ja. Dann bin ich ganz gespannt. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss was beschützen. Also, Ashika bedeutet Geliebte, eine ohne Sorgen. Und Ein dieser Name wurde eine ohne Sorgen. Okay, Ja. wow. Und Okay. dieser Name wurde mir gegeben von einem spirituellen Lehrer, den ich tatsächlich auch selbst darum gebeten habe, mir einen neuen Namen zu geben. Ich wollte den Namen gar nicht unbedingt so öffentlich benutzen. Ich dachte, das ist halt nur für mich so, für mein Inneres. Aber es hat sich dann so ergeben, dass ich ihn doch benutzt habe und es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Und irgendwann war dann klar, jetzt, das ist jetzt einfach mein neuer Name. Also es war auch wie so ein ganz neues Kapitel. Und der Name, den meine Eltern mir gegeben haben, Lena, den fand ich auch immer sehr schön. Aber ich habe ihn dann nicht mehr gefühlt. Ja, Also er war okay. dann, das war wie so ein altes Fotoalbum, wo einfach klar war, jetzt ist die Ja, Zeit von Aschi. die Zeit warum, ne? Ja, genau. Namen sind ja auch so, also ich finde Namen sowas von bedeutungsvoll und wichtig. Das ist ja unser, so krass wie es klingt, aber es ist unser Etikett, mit dem wir rausgehen und auch jeder Name, jeder Buchstabe in zusammen. Zusammenfluss hat ja auch wieder eine Energie, eine Frequenz. Und wenn wir uns dann immer wohlfühlen und du dann einen neuen Namen bekommst, wo du sagst, wow, und jetzt, ja, das ist wie so eine Initiation, da geht alles auf, da geht das Herz auf, das System auf, ist natürlich total unterstützend auch in deiner Arbeit, ne? Ja, es war sehr klar, dass da eigentlich auch das mein, der Name für meine Berufung ist. Und einfach auch der, das, ich fühle das einfach, dass ich deswegen hier bin, dass das mein Auftrag ist und dass das mich halt beschreibt. Deswegen sage ich auch eigentlich gerne, ich bin Ashika, nicht ich heiße, weil ich Ja. weiß schon, dass ich nicht der Körper bin. Ja, aber ich fühle, dass ich dieses Geliebte, eine ohne Sorgen bin. Also. Und da Wow. durfte ich natürlich auch reinwachsen, ja. Aber deswegen sage ich das wirklich auch gerne, ich bin Ashika, Das hat weil eine es ganz andere Kraft, ganz anders. ja, genau, ja. Schön. Ashika, wo finden wir dich denn, wenn jetzt wir dich suchen? Ja, auf welchen Kanälen in Social Media? Wo bist du? Wo finde ich deinen Podcast? Ja, also auf meiner Homepage ashika.one.one findet man eigentlich so, ja, findet man alles, auch alle Verlinkungen. Ja. Ich bin bei YouTube, da gibt es jede Woche eine Singspiration, wo man einfach mit mir singen kann, sich inspirieren lassen kann. Mein Podcast, der erscheint jetzt nicht so ganz regelmäßig, der ist aber auch direkt auf meiner Webseite zu finden, ist auch auf meinem YouTube-Kanal, wird da immer ausgespielt. Dann bin ich natürlich sehr, sehr aktiv bei Instagram, wo wir uns ja auch drüber kennen. Ja, Ashita genau. Unterstrich Music Voice Satsang. Wir Also schreiben, quasi. ich schreibe es damit hier unten rein oder hier in den Kommentaren, dass jeder auch sieht und dass es sofort zu dir sich durchgestellt fühlt. Genau. Genau. Ja. Und da kannst du ja auch vielleicht den Link dann direkt zur Workshop-Anmeldung nochmal Mache ich. rein. Ja, Ja, das ist. super. Also ich Ja. glaube, magst du abschließend noch was für die Zuschauer sagen, was mitgeben, einen Tipp, einen Trick oder was auch immer? Ja, gerne. Also wenn das jetzt jemanden anspricht, wenn sich jemand gerufen fühlt, dann ist es ganz oft so, dass manchmal noch so dieser Mut gebraucht wird, diesen Schritt zu tun, weil viele Menschen haben da wirklich ein Thema und spüren, ich traue mich gar nicht zu singen, weil ich so, ich habe so Angst wie vor meiner eigenen Stimme oder vor den Gefühlen, die dann hochkommen. Und ich spreche jedem nur echt den Mut zu oder sich einfach auch gerne ganz persönlich an mich zu wenden, mir eine Mail oder eine Nachricht zu schreiben. Einfach mal nachzufragen. Ich gebe auch gerne einen persönlichen Tipp oder dass wir mal ins Gespräch gehen. Und es ist ja, deine Stimme ist ein Geschenk und du solltest es nutzen, du solltest es nicht verstreichen lassen, weil du hast wirklich die Möglichkeit, durch deine Stimme in Kontakt mit deiner tiefen inneren Seelenstimme zu kommen und da auch wirklich dieses dein Inneres widersprechen zu hören. Es ist so ein großes Potenzial da drin, deswegen Ja, nutze es. und wir Ja. alle haben ja ein bestimmtes Thema, was wir zum Ausdruck bringen dürfen. Und Genau. das natürlich mit einer tollen Stimme macht das Ganze zum Geschenk auch für andere, Ja. nicht nur für uns selbst. Oder mit einer freien Stimme, ne, dass die Stimme wirklich auch frei das sagen kann, wofür bin ich hier?
Was habe ich hier zu tun? Also in die klare Kommunikation zu gehen und noch viel klarer für sich und für seine Aufgabe auch zu stehen. Ja. Ja. Ashika. Ashika oder Ashika? Okay. Ashika. Ich mag beides. Ja, also ich danke dir von ganzem Herzen für diese wunderbare Inspiration. Ich weiß, dass wir uns zu deinem Workshop wiedersehen und ich das Thema angehe. Ich habe jetzt den Mut, ich mache das jetzt, weil ich total Toll. spannend finde, was dann mit mir auch passiert. Ich werde ja auch darüber berichten. Ich berichte ja auch über meine Entwicklung in den Kanälen. Ja, man sieht ja auch, dass da Schritt für Schritt was passiert. Und ich denke, mit dir gemeinsam passiert da noch eine ganze Menge. Ich freue mich drauf. Vielen lieben Dank. Und allen Danke dir. Zuschauern, die heute wieder dabei waren, es ist genial, euch selbst zum Ausdruck zu bringen und nutzt das Angebot von Ashika, wirklich mit euch, ja, zu euch zu finden, euren Körper, eure Stimme zum Geschenk zu machen. Vielen Dank und wir werden uns natürlich beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Ciao, Ashika. Alles Liebe. Tschüss, ciao.